Um in DaVinci Resolve Presets zu bauen, die du in der Edit-Page dann auch beeinflussen kannst, musst du Makros bauen. Und dafür machst du folgendes. Du markierst einfach in Fusion alles außer den Media-Out und klickst dann mit Rechtsklick auf Create Makro. Jetzt ploppt der Makro-Editor auf. Und hier verteilst du Häkchen für all die Parameter, die du beeinflussbar haben möchtest in der Edit-Page. Wenn du damit durch bist, kannst du das Ganze unter File, Save as Group oder Save as Makro speichern. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass die Group am Ende noch einsehbar ist und Makro am Ende nicht einsehbar. Aber das kann jeder ändern, wie ich zum Beispiel in dem Video da oben schon gezeigt habe. Das heißt, deine Makros sind nicht davor sicher, einfach umgecodet zu werden und dann benutzt zu werden von anderen. Sobald du das Ganze speicherst, hast du am Ende ein Settings-File erstellt, was im Prinzip das Preset schon ist und du solltest es auf jeden Fall nochmal checken, ob es auch richtig funktioniert, bevor du es dann permanent irgendwo abspeicherst. Also das Settings-File einfach in Fusion gezogen und mal geguckt, ob es sich dann auch richtig verhält. Und all das, was du in Fusion im Inspektor siehst, wenn du die Gruppe oder das Makro an sich anklickst, ist dann auch das, was in der Edit-Page angezeigt werden würde. Wenn du jetzt keinen Mist gebaut hast und dein File richtig funktioniert, kannst du es permanent in deiner Effekt-Library ablegen auf zwei Wege. Und das unterscheidet sich je nachdem, ob du bei DaVinci Resolve 17 und früher angefangen hast oder DaVinci Resolve 18. Denn in DaVinci Resolve 17 waren tatsächlich noch Ordnerstrukturen erhalten, die man nutzen konnte, um Presets in seine Effekt-Library zu speichern. Seltsamerweise hat DaVinci Resolve 18 diese Ordnerstrukturen eben nicht mehr, liest sie allerdings trotzdem noch aus, wenn du sie erstellst. DaVinci Resolve 18 hat also zwei Wege, um das Ganze in seine Effekt-Library zu speichern. Nummer 1, entweder du erstellst dir die dazugehörigen Ordnerstrukturen nochmal selber, oder B, du wandelst dein Preset in ein DFX-File um, was du dann natürlich auch mit der Welt teilen kannst und diese sich automatisch installieren. Das bedeutet, ich zeige dir jetzt erstmal den ersten Weg, wie du dir Ordnerstrukturen erstellst, weil diese Ordnerstrukturen gehen auch in der DaVinci Resolve 17er Version und danach zeige ich dir den DFX-File-Weg. Um die Ordnerstruktur anzulegen, musst du erstmal wissen, wo sie abgelegt wird. Und dazu würde ich dir empfehlen, in Fusion zu gehen und unter Templates in den Edit-Ordner zu gehen und dann dort die drei Punkte anzuklicken und dann auf Show Folder. Jetzt kommt eine Ordnerstruktur auf, die bei mir jetzt sich hier unter Fusion Templates Edit heißt. Und wenn dieser Ordner bei dir nicht da ist, dann solltest du ihn unbedingt erstellen. Und wenn du dann da reingehst, hast du dann folgende Ordner: Effects, Generator, Titles und Transitions. Und es ist auch wichtig, dass wenn du den Edit-Ordner nicht hattest, du diese Ordner auch mit genau diesen Namen genauso erstellst, weil ansonsten liest DaVinci diese Ordner nicht aus. Und dann nimmst du das Settings-File und schiebst es einfach in den entsprechenden Ordner und das nächste Mal, wenn du DaVinci Resolve aufmachst, wird DaVinci diesen Ordnerstamm lesen und deine Effekte auch in der Edit-Page in der Effekt-Library anzeigen. Und wenn du es einfacher teilbar machen willst mit anderen Leuten, dann erstellst du ein DFX-File und wie das funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video hier. Ich wünsche viel Spaß, Kameramagier, bis zum nächsten Mal. Ciao.